Freunde, für ein weiteres Video. Ja, heute geht es um zwei kleine Theorien über Sachen selbst leicht gemacht. Ja, die erste Theorie beträgt ein bisschen den Film. Also es geht um beide, es geht ja allgemein um die alle drei Filme, aber es geht in der ersten Theorie über den dritten Teil vom Film. Und jetzt in dieser Stelle ist Spoiler-Alarm. Und die andere Theorie ist, was wäre wenn Theorie. Die meisten fragen sich, was? Was wäre wenn Theorie? Was schnürt der Typ da? Aber hört mir kurz zu. Ja, hört mir einfach zu. Also das erste ist, dort im dritten Film, Die vergessene Welt, gibt es ja den, das sprechen ja alle, das spricht ja Higgs und fordert seinen Vater über die über den Rand der Welt, also diesen, wenn ihr den Film gesehen habt, den riesigen Wasserfall, mitten irgendwo in mehr Kilometer weiße Meilen von Meer gibt es einen riesen Wasserfall. Und meine andere Frage ist, wo zum Teufel fließt eigentlich das Wasser hin? Also in die Höhle. Das muss ja irgendwo auch weg. Also wenn ihr eine Theorie habt, unten reinschreiben. Ja. Und in der Höhle selber ist der Sturmpfeil, hat ja wie die, also das andere, also da geht es ja diese Neonlichter, wo das komplett umgekehrt ist, das sind die ersten Neonlichter, what the hell? Das ist noch interessant. Aber jetzt zum Film selbst, also zum dritten Teil. Dort, wo in der Höhle selbst sind, wo ohne Zahn plus ein Tagschattenmädchen und wehe, jetzt kommt einer rein und schreibt, ich habe nur einen Tagschatten. Nein, Grobian hat gesagt, es ist ein Tagschattenmädchen und, also er bezeichnet das Weibchen und der Drachentöter sagt das selbst, ich habe euren Tagschatten Weibchen ihm vorgestellt. Also, jetzt keine falschen Kommentare hier. Sonst kacke ich hier auch im Briefkasten. Nee, Spaß. Aber da gibt es einen kleinen Schwenker, Kammerschwenker, wo sie alle denn, wo sie ohne Zahn feiern wollen. Also, ja, eher, weil er so Alpha-Tier ist. Und jetzt sieht man ganz kurz für ein paar Sekunden ein weißen Drachen mit einem Jungtier. Und meine kleine Theorie ist, dass das ein Tagschatten mit seinem Jungtier ist. Also, es muss nicht sein, aber es ist meine Theorie. Also, wenn ihr den Film zweimal schaut, schaut einfach echt genau hin. Meine Theorie ist wirklich, das ist wirklich ein Tagschatten mit seinem Jungtier. Es ist nur meine Theorie. Ihr könnt gerne mitraten, mitdiskutieren. Ja. Und das zweite ist, jetzt kommt das Was wäre wenn Theorie. Also, was wäre wenn Theorie? Ist, dass der Tagschatten, also, was wäre wenn nicht nach der Nachtschatten, also ohne Zahn der Nachtschatten, im ersten Film aufgetreten wäre, sondern dass den Tagschatten Weibchen, also dass die Gimmick komplett umgekehrt ist, also dass das Gimmick eigentlich andersrum wäre, also dass man über den ganzen Film das Tagschatten Weibchen sieht, Higgs schießt das Tagschatten Weibchen ab im ersten Film und das so komplett umgekehrt durchzieht, also dass man aber dass sie auf den Nachtschatten treffen. Also den Nachtschattenjungen, so auf ohne Zahn sozusagen, treffen.
Das war mal interessant. Was meint ihr dazu? Wenn der Erfinder so rumgehandelt hätte. Wenn man es so rumgehandelt hätte, dass man das andersrum gedreht hätte. Das wäre noch interessant. Also habe ich mich schon oft gefragt. Das habe ich mich mal gefragt. Was wäre, wenn? Also es wäre eine gute Theorie. Weil es wäre oberlustig, wenn das komplett Hankerum andersrum laufen würde und dass man dann auf den ganzen Film rum einfach nur das Tagschattenmädchen sieht, also die gleiche Story. Mit Kalau hätte man die Story anders können machen, dass es beim Tag wäre, dass sie den Tag angegriffen wären, aber wie gesagt, es wäre eine lustige Theorie. Also wie gesagt, scheißt mir unten rein, was ihr davon haltet von dieser Theorie. Ich fände sie lustig, dass diese Theorie, dass man aber dann aber das komplett hankrum andersrum gelaufen wäre. Ja, also das war's schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Bitte abonniert mich, wenn du mir noch nicht abonniert hast. Wenn du abonniert hast, aktiviere die Glocke. Es wird dich mega helfen. Mir wird den Abonnieren-Button helfen, wenn ihr mich abonniert. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram. Das ist in meinem Titelbild über den Abonnier-Button verlinkt. Dort ist auch mein Zweitkanal verlinkt. Simulator-Rap. Schaut bitte auch mal da vorbei. Und ja. Dann schaut, was ich sonst für Videos gemacht habe. Und ciao, Leute.